Hallo liebe Freunde der norwegischen Sprache und Kultur, Christian hier. Ja, worüber lachen eigentlich die Norweger? Ist doch mal eine spannende Frage, oder? Ja, ich will aber hier jetzt keinen Vortrag halten. Das ist schwierig. Witze zu erklären ist ja meistens witzlos, ne? Und ich möchte stattdessen hier einen absoluten norwegischen Klassiker aus der norwegischen Comedy-Szene zeigen. Ein Sketch. Und der heißt Den russiske U-Boot-Kapitän, der russische U-Boot-Kapitän. Von 1978 kam er zum ersten Mal im norwegischen Fernsehen. Und 78, ja, das ist also ein, das stellt hier ein fiktives Gespräch oder Interview mit einem Reporter und einem russischen U-Boot-Kapitän, gespielt von Harald Heidesteen Jr., ein absoluter, einer der bekanntesten Komiker in Norwegen, leider verstorben. Und diese Rolle als russischer U-Boot-Kapitän, das war seine absolute Paraderolle. Also dieser Sketch ist für mich überhaupt eines der lustigsten Sketche überhaupt, norwegischen Sketche. Ich möchte dir jetzt den hier auch zeigen mit deutschen Untertiteln. Allerdings möchte ich hier noch ein paar Vorbemerkungen machen, weil es ist, einige Sachen sind für Nicht-Norweger oder die zumindest nicht in Norwegen aufgewachsen sind, etwas vielleicht ein bisschen schwer zu verstehen. Also man muss dazu sagen, dass da auch ein Publikum im Hintergrund zu hören ist und die lachen ja auch an gewissen Stellen und vielleicht fragt man sich, warum lachen die jetzt da gerade? Und dazu möchte ich vielleicht noch ein paar Erklärungen abgeben. Also, Harald Heidesteen, er spielt jetzt diesen russischen U-Boot-Kapitän, wie gesagt. Und 78, wir befinden uns hier im Kalten Krieg. Und es wurde ja lange gemunkelt, dass russische U-Boote hier ihr Unwesen trieb in den norwegischen und den schwedischen Gewässern. Und, aber die Russen haben das immer stets verneint. Sie haben das immer abgewiegelt. Nee, 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 sowas machen wir halt nicht. Ja. Und 81, also 3 Jahre später nach diesem Sketch, ist ja tatsächlich ein U-Boot gestrandet vor der schwedischen Küste. Und das war natürlich, das war ja eine tolle Bestätigung zu dem, was alle eigentlich gewusst haben. Das war ja so ein offenes Geheimnis halt, das mit diesem russischen U-Boot. Und der Harald Heidesteen, der spielt diesen russischen U-Boot-Kapitän, der so gut gelaunt ist. Und er kriegt ja die Frage, was macht er denn jetzt eigentlich? Was macht denn dieses russische U-Boot da hier in den norwegischen Gewässern halt? Und er immer schön grinsend und weicht ja jede Frage aus, also so köstlich, also auf eine Art und Weise, das macht überhaupt keinen Sinn, das ist wirklich, also das ist total lustig, wie gesagt. Und aus diesem Sketch kommen auch, also man muss dazu sagen, also keiner spricht so gut Russisch wie Harald Heidesteen, ohne Russisch zu können. Also das ist Wahnsinn, wie er das, und dieser Akzent, der spricht ja mit diesem russischen Akzent, absolut genial, es ist absolut genial, also total zum Totlachen, echt. Und wie gesagt, da sind ja auch aus diesem Sketch sind dann auch bekannte Zitate entstanden. Ich muss ja mal einen spoilern, ja. Das ist der Satz, du sehe ingen Grenze in Wann. Also du siehst ja keine Grenzen unter Wasser. Und das ist ein Synonym dafür geworden, für Dinge, die man sieht, aber nicht, trotzdem nicht erkennen kann. So. Und noch am Ende, da hört man, dass das Publikum auch sehr laut lacht. Da geht es darum, dass er sagt, er ist ja ganz stolz, er verkündet, dass er ein norwegisches Fischerlied kennt. Und stimmt auch schon ein und singt auch schon die erste Strophe. Når nettene blir lange, also wenn die, er hat es so übersetzt, wenn die Netze lang werden, was ja eigentlich auch richtig ist, aber das Lied ist ein Weihnachtslied, also ein Kinderlied, was zu Weihnachten oft gesungen wird. Und das heißt, wenn die Nächte lang werden, ja, also das ist völlig, völlig daneben. Also das ist so der ein bisschen der Witz da am Ende des Videos, wo das Publikum auch sehr laut lacht. Das sind so ein paar Dinge, die kennt man nur als Norweger letztendlich, aber jetzt wisst ihr es ja auch. Und so, ich wünsche euch jetzt mal viel Spaß mit diesem russischen U-Boot-Kapitän. Ich hoffe, wir sehen uns dann bald mal wieder. Also, mach's gut. Du sehe jo ingen Grenze in Irwan. Also, mach's gut, hau de bra, tschüss, ciao, ciao, hi, hi.
der ein U-Boot ist draußen gelassen, den Dnieper auf Arkhangelsk. Men en U-Boot i norsk farvann er jo... Vi på fisketur. Vi fisker. Fisketur og fisketur. Det tror de at de norske myndigheter tror det. Dypvannsfiske, ja. Vi fisker på dypvann. Brosme, lange, sei, lodde, lampe, gnytte, sursil, alt. Fisker. De kan ikke tro at myndighetene skal tro at en ubåt driver og fisker dypvannsfiske. Vi har orkester ombord. Balalaika-orkester. Stort balalaika-orkester, så hvis de vil høre. Vi har 35 mann spiller balalaika-orkester. Det er skjønt. I en ubåt. Hvor mange mann er det ombord? Liker de musikk? Ja, jeg liker musikk. Da skal de komme ned og høre på vårt fiolinkvartett. Ja. Hvorfor er de akkurat her i Drøbak? Igor! Hva som er stort sett jeg har din jo tusen? Da spør oss, gjett oss, hva skal jeg bare like? Nå kommer bare like orkestret. Ja. Ja, godt. Bare ønsker den. Hvor er mormors pistol? Norsk kurs. Har du gått på norsk kurs? Ja. Ja. Men norske myndigheter kan ikke tro at de fisker fra en ubåt. Vi fisker med alle de kjente klaud gamle redskaper. Dørg, not, otter, dørg, not og otter. Under vannet. Dette tror de altså at norske myndigheter skal tro på. Vi har det store orkestret begynner å stille. Jeg forstår det, men har de vært i kontakt med politiet? Hvis de vil, kan de komme ombord klokken 4, da er det mat. Ja, og dessuten så skjønner jeg Norge er et vakkert land, det er nydelig folk. Vi er her for å fiske. Vi fisker. Ja, fiskerskyte. Vi fisker jo innenfor norske fiskerigrensen, va? Det er straffbart, ikke sant? Vi kan jo ikke se den grensen under vann. Ja, det er å fiske med ubåt er jo helt utenkelig. Kan en sang, norsk sang om fiske. Ja. Om fiskenett. Ja. Når nettene blir lange og fyller, så kjenner vi den. Mysefisa!